Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zu einem etwas anderen Let's Play. Für gewöhnlich spiele ich ja eher Adventures oder Rollenspiele. Jetzt spiele ich mal ein Jump'n'Run. Ja, ich habe auch lange keine Jump'n'Runs mehr gespielt. Bin deshalb auch ziemlich aus der Übung. Wir werden sehen, wie das Ganze läuft. Egal, wir spielen heute Commander Keen Teil 4. Secret of the Oracle. Das Spiel erschien zum Weihnachtsgeschäft 1991. Es ist, wie gesagt, ein Jump and Run, welches von ID Software entwickelt wurde, welche 1992 mit Wolfenstein 3D und 1993 mit Doom weltweiten Ruhm als die Ego-Shooter-Schmiede machen sollten. Das Spiel stammt aus der Feder der Ego-Shooter-Legenden John Carmack und John Romero und ist der Beginn der zweiten Trilogie von Keen-Spielen namens Goodbye Galaxy. Warum fange ich nun die Commander Keen Spiele mit dem vierten Teil und nicht direkt mit dem ersten Teil an? Ganz einfach, weil Commander Keen 4 das erste Spiel war, welches ich im Alter von 6 Jahren auf dem 386er meiner Tante spielte und bis heute nie durchgespielt habe. Ob ich es dieses Mal schaffen werde und endlich durchspielen? Keine Ahnung. Ich hoffe's. Ihr seht's ja. Drückt mir einfach die Daumen. Okay, Controller ist bereit, los geht's. Ich werde jetzt bei diesem Durchlauf sehr, sehr viel speichern. Soweit ich weiß, konnte man hier noch ein bisschen... Ah, okay, ich muss mich an die Tastenlegung gewöhnen. Jetzt habe ich unnötig Munition verfeuert. Also nochmal... Okay. Ich glaube, hinten war irgendwas. Am Schiff versteckt. Nö, scheinbar doch nicht. Gut, dann gehen wir mal ins erste Level. Ah, ich bin gespannt, ob ich es diesmal durchschaffe, das Spiel. Auf jeden Fall nicht unnötig Munition verschwenden. Okay, da ist noch. Da sind noch zwei. Komme ich da ran? Scheinbar nicht. Mann, bin ich aus der Übung. Ich merk's gerade richtig. Egal. Wir gehen mal da rein. Okay, der kann uns nichts, aber die Schnecke, die sollten wir nicht berühren. Und auch nicht ihren Säureurin. Dann hier runter. Ich glaube, irgendwo hier war was noch in der Decke versteckt. Ich mache gerade mal den Ton ein bisschen leiser für mich. Okay, scheinbar doch nicht. Okay. Gut. Irgendwo ging es hier hoch, glaube ich. Ich meine jetzt außerhalb. Abgesehen von dem offensichtlichen Aufgang. Nee, scheinbar nicht. Oder ich... Oh, das war knapp. Auf dich kann ich drauf springen. Spring doch mal ein bisschen nach rechts, dann kann ich da auch... Ja, genau. Viel besser. Warte doch mal! Ja.
Ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn ich das Spiel mit Musik spiele, weil der 386er von meiner Tante, der hatte keine Soundkarte. Deswegen, ups, falsche Taste. Deswegen hatte das Spiel bei mir keine Musik. Okay. Hier fange ich immer nochmal die Tröpfchen ein. Gut, dann hier rüber. Und ich hatte kein Gamepad damals. Ich spiele es gerade mit dem Gamepad vom Mega Drive Mini. Spielt sich damit eigentlich echt gut, muss ich sagen. So. Und damit haben wir das Level geschafft. Und kein Leben verloren. Das heißt für mich, speichern. Hui. Nee, ich will nicht. Return to Game will ich. Okay, dann gehen wir mal hier hoch ins nächste Level. Slug Village. Schneckendorf. Kann ich hier nach unten gucken, was da ist? Okay, da kann ich runter, das ist kein Problem. Aber ich hole mir erstmal hier die... Ah, falsche Taste. Ich gehe erstmal da runter. Ah ja, hier gab es ein Secret. Wir haben Munition gefunden. Da können wir hier nach links wieder rein. Gott, ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Es fühlt sich gerade echt gut an. So. Okay. Ich speichere mal. Ich will gerade gucken. Es gibt nämlich auch Gegner, die komplett unempfindlich sind gegen den Beschuss. Und ich will gucken, ob der da dazu gehört. Ja, toll. Erstmal nicht treffen. Und schon im zweiten Level gestorben. Ah, nicht gut, nicht gut. Denk dran, Floppy nicht berühren. 1, 2, 3. Ach gut. Gut. Okay, was ist da unten? Da ist nur Schokolade. Oh, und noch so ein Secret. Wo gehe ich hier hin? Muss doch irgendwas sein. Komisch. Schokoriegel! Ach ja. Das war noch ein tolles Spiel. Commander Keen. Ich hab's geliebt. Und gefeiert. Und sehr, sehr viel gespielt. Okay, hier soll ich noch nicht hoch. Da muss ich warten, bis die Säure sich aufgelöst hat. Jetzt. Okay, Schnecke ist betäubt. Der blaue Ball ist böse. Oh, nee.
Nee, da lade ich noch mal. Wir kriegen das schon hin, Leute. Wir kriegen das schon hin. Und drei. Eins, zwei, drei. Los, ja. Gut so. Wieder da runter die Schokolade holen. Okay, jetzt haben wir ein extra Leben gewonnen. Das ist gut. Dann speichere ich am besten nochmal. Ich glaube, so ernsthaft habe ich das Spiel als Kind nie gespielt. So. So, hier ist ein Schalter. Gut, den Schalter habe ich umgelegt. Ich speichere noch mal. Und dann zurück ins Spiel. Bam! Warten, bis sich die Säure auflöst. Gut, gut. Dann gucken wir, was es hier oben so gibt. Hier war das eine, der blaue Ball, soweit ich mich erinnere. So. Okay. Nö, sonst war hier nichts. Weiter. Weiter. Hui. Gut. Da sind noch welche. Ich gehe unten lang. Ich glaube, ich speichere erstmal, bevor ich da irgendwie ins Feuer falle. Ups. Wie ist denn das jetzt passiert? Ich glaube, der Hüpfball ist gerade ein Problem, oder? Ja. Ich glaube, den muss ich betäuben mit einem... Genau. Ah! Oh. Also nochmal laden. Das war jetzt nicht doll. Okay, geschafft, ohne Munition zu verschwenden. Auch gut. Oh, der ist böse, der ist böse, der speit Feuer. Und hoch. Ah, der wartet ja richtig auf mich. Okay, jetzt geht er weg. Nicht getroffen. Toll. Nochmal laden. Okay.
Wo ist der blaue Ball? Da war er. Oh, hier war was. Versteckt, cool. Und wir haben Munition und einen Donut gefunden. Also scheinbar müssen wir doch oben lang, oder? Ich speichere nochmal. Dün, dip, dip, dü, dü, dü. Wieso bin ich jetzt... Ich bin doch auf die Plattform. Wahrscheinlich, weil ich einfach nur mich fallen lassen habe und nicht gesprungen bin. Okay. Dann müssen wir jetzt nach oben. Immer schön das Lasergewehr auf Anschlag halten. Den ausweichen. Ah, da ist das Levelende. Okay. Geschafft. Dann speichere ich doch nochmal. Nee, nicht quit. Return to game. Okay. Welches Level mache ich denn als erstes jetzt? Da sind die Pyramiden-Level. Die waren schwer, soweit ich mich erinnere. Aber nicht so schlimm wie das scheiß Unterwasser-Level. Das habe ich nämlich nie geschafft. Da bin ich immer dran. Ja. Habe ich einfach nie geschafft. Aber ich glaube, ich mache einfach gerade mein Lieblingslevel und das war das da. Ich speichere mal. Ich weiß, das ist für euch langweilig, dass ich so viel speichere. Okay. Ach, hier muss ich das Timing abpassen. Jetzt könnte ich da... Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ich würde echt gern... Das hätte geklappt. Ja. Wir haben die Donuts. Wie komme ich da oben an die Eiswaffen ran? Ich glaube, dieses Ding kann ich... Okay, wir haben uns hier jetzt alles geholt. Aufpassen auf diese grüne Schlange. Oh, das wusste ich gar nicht mehr, dass sie so groß wird und uns beißt. Hier runter. Gut. Warten, bis die Schnecke weg ist. Bam. Noch eine Schnecke. Muni.
Jetzt hoch, 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 Muni nehmen und warten, bis die wieder fest werden, jetzt. So. Wie soll man denn da bitte, seht ihr das? Wie soll man da rankommen an diese, an diesen Blaster? Ah, Mist daneben. Okay, da muss man sich wirklich, wirklich gut getimed fallen lassen und danach... Da habe ich einmal nicht gespeichert. aber ich habe ge... Okay. Da muss ich nach unten. Aufpassen, die Schlange da. Die ist fies. Die will mich fressen. Ah, da war Säure und ich hab's... Oh Gott, das war jetzt echt doof. Das war jetzt wirklich doof. Und da wurden wir gefressen. Gut, das lief super. Hier alles nehmen. Und dann hier rüber springen. Hm. Ah, falsche Taste. Speicher noch mal. Und dann geht's weiter. Erstmal da lang. Los. Viele Leute haben mich ja gefragt, Floppy, warum spielst du nicht mal Super Mario? Ganz einfach, weil ich nicht mit Super Mario groß geworden bin, sondern hiermit. Das war mein Super Mario. Und mit dem Sega. Mit dem Sega bin ich auch groß geworden. Von daher... Andere Leute hatten den Game Boy, ich hatte den Sega Game Gear und ich war Team Sega. Und ja, ah! Nicht reden, konzentrieren, Floppy. So, jetzt haben wir hier alles. Dann hier hoch. So, Schnecke wurde erwischt. Dann speichere ich doch nochmal und dann probiere ich mal, ob ich da eventuell diesen Sprung schaffe. Darunter. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Oh, so geht das. Cool. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft.
Okay. Nein, 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 nein. Oh. Und jetzt wieder nicht geschafft. Ist ja klar. Ist ja so, ist so klar, oder? Ah. Da rein. Ja. Gut. Dann speichere ich nochmal. Und return to game. Ja, ne? ja. Wobei, hier war ich ja schon, jetzt muss ich hier lang. Das muss ich gleich gut timen. Okay, und los. Komme ich hier nicht wieder runter? Ich würde gern... Doch, so. Ich speichere mal, dann sehe ich, kann ich gleich beide Wege abgehen. Ah, genau deswegen mussten wir dahin, weil wir hier das Taucherset kriegen. Die Taucherausrüstung. Cool! Jetzt kann ich unter Wasser atmen! Ja, die braucht man nicht für die total beschissenen Unterwasser-Levels. Was? Aber ich wollte doch noch die anderen... Gott sei Dank habe ich gespeichert. Ich will das ganze Level mir anschauen. Okay, also erstmal nach links. Bevor ich mir jetzt hier die... Bevor ich mir jetzt hier die Taucherausrüstung hole. Ja, ein Leben! Dann speichern wir doch mal direkt. Und dann geht's weiter. Ah, wieder so ein komischer... Kann ich den diesmal irgendwie... Okay, der ist immun gegen die Waffen. Okay, ich muss den Schalter betätigen, glaube ich. Das war knapp. Ich hole mir erstmal da die Schokolade. Oh, ich hätte gerade so gern wieder einen alten CRT-Monitor. Hand.
Ende des Monats kommt mein Papa vorbei zu Besuch. Dann wollten wir meinem alten ersten Rechner, den Pentium 500, schrauben. Für den bräuchte ich aber auch noch einen passenden Monitor. Und vor allem Platz, um das alles hinzustellen. Sonst haut mich Floppine, wenn ich jetzt hier... Okay, ich guck mal, was... Warte mal, ich guck mal nach unten, was da... Was ist denn da, wenn ich da runterspringe? Hm, sieht irgendwie nicht nach einer guten Idee aus. Das wäre eine richtig fiese Stelle, um da so ein Dings zu platzieren, so ein Stachel. 1, 2, 3. Ja. So. Ich speichere nochmal. Bei alten Spielen war es immer so, die hatten eine US-Tastenbelegung, das heißt die Z-Taste und die Y-Taste waren vertauscht. Deswegen steht da jetzt Flops statt Floppy. Okay. 1, 2, 3. Oh. Das war knapp. Eins, zwei, drei. Was ist da oben? Ah, da komme ich nicht ran. Was ist da oben? Oh Gott, bin ich doof. Jetzt bin ich gelaufen und habe da oben hingeguckt, statt dahin, wo ich hinlaufe. Ah, okay. Das heißt für mich, ich mache mal einen kleinen Schnitt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann!